Hallihallo, hier ist wieder der Falaga. Willkommen zurück bei meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir sind jetzt hier lebend rausgekommen. Lassen wir das Wasservibe mal in Ruhe, oder? Lassen wir das Wasservibe in Ruhe? Oder haben wir es aufs Maul? Die wirft immer so einen Mist. Gut, das ist erstmal generell nicht schlimm. Genau, brenn mal ein bisschen, du dumme Kuh. Zack. T-O-H-T, ha, tot. So. Täuscht mich das? Nein. Gut. Wieso lebt denn da schon wieder einer? Naja, leben und leben lassen, sage ich immer. Ich muss das mal zurück zu meinem Boot. Das hier irgendwo liegen geblieben ist. Ah, da vorne ist es ja. Haha. Jo. Hinein. Uah. So. Ja, ich steuere. Kein Problem. Bringe Annabelle zu Graham. Das machen wir. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Da ist das Dorf. Hey ho. Au. Das war natürlich nicht geplant. Graham, lass mich rein! Ich hab gesagt, ich will niemanden sehen. Aber du musst. Lass mich in Ruhe! Hm? Und du bist der Hexenmann, der Mutant? Jo. Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Ja, mach mal auf, ja. Huch. Ich will reden. Bist du Taubmann? Ich hab dir... Wer bist du? Ich war auf der Reuseninsel. Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Ich bin wegen Annabelle hier. Annabelle. Ich will mit dir über Annabelle reden. Annabelle? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabelle ist tot, hat Gift getrunken. Und ich konnte sie nicht retten.
Hast du Annabelle geliebt? Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hatte ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Ja, was ist da eigentlich passiert? Erzähl mal. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, die sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen können. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle, sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Was genau hast du gesagt? Du sagtest, du hättest geschrien, als du aus dem Turm kamst. Was genau hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr. Sie sollten bezahlen für das, was sie ihr angetan haben. Du könntest sie verflucht haben. Eine mächtige magische Aura umgibt die Insel. Leidenschaft, böse Absichten und starke Gefühle können sie erwecken. Deine Worte könnten den Fluch ausgelöst haben. Wegen ihnen hat sie das Gift genommen. Nein, sie hat kein Gift genommen. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen. Sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst, sie war die ganze Zeit am Leben? Aber unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich habe sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen! Ich hätte nie gedacht. Es ist nicht deine Schuld. Dich trifft keine Schuld. Du warst unwissend und hattest nicht ahnen können, dass es kein Gift war. Ihr Götter, was habe ich getan? Wäre ich nur geblieben, um sie zu begraben, dann hätte ich gemerkt, dass sie noch lebt. Es hätte ein anderes, ein gutes Ende nehmen können. Wärst du auf der Insel geblieben, hättest du nicht lange überlebt. Mir wäre der Tod lieber gewesen, als sie den Ratten zu überlassen. Aber jetzt kann ich nichts mehr tun. Da liegst du falsch. Annabelle braucht dich. Ihre Seele wird nur Frieden finden, wenn du ihr hilfst. Aber was kann ich denn tun? Es ist zu spät. Begrabe ihre Gebeine. Annabelle sollte von ihrer großen Liebe zur Ruhe gebettet werden. Nur so kann der Fluch gebrochen werden. Das sind ihre Gebeine? Ja. Gib sie mir. Und lass mich allein. Wirst du sie wirklich begraben oder wirst du einen kleinen Schrein aufbauen mit ihr. Naja, gut, okay. Jetzt ist sie frei. Oh, habe ich irgendwas Falsches getan? Eine Pesta.
Verdammt, was immer eine Pest da ist. Es scheint nichts Gutes zu sein. Toll. Ist verdammt heiß. Oh Mann. Pferd? Komm her, Plötze, komm. Gott sei Dank bist du immer da. Ich dich brauch. Schneller. Oh, die Sonne geht auf. Ein herrlicher Anblick. Halt. Und halt. Langsam. Wir speichern mal. Ja, ist doch ein Ausrufezeichen. Der Allgott hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Du hast nicht mal ein einziges mickriges Ferkel beschafft. Kein Wunder, dass er uns verflucht hat. Oh, wir sind verdammt. Du hast den sauren Wein gebracht. Der Fluch ist so sehr deine Schuld wie meine. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen. Mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Euer Allgott? Erzählt mir mehr über ihn. Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roßler von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roßler hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Mhm, das sieht man. Was ist denn an euren Opfergaben auszusetzen? Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Ich könnte mal mit diesem Allgott reden. Will ich wirklich mit Allgott reden? Na gut, reden mal. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen: Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Was war denn das? Weiter weg wahrscheinlich. Ein Turm voller Ratten. Können natürlich auch erstmal. Wahrscheinlich eh im Moment keine, nichts zu finden. Los, los! Von der Freiheitsbrigade. Ah. Komm schon, Plätze. Scheint immer ein bisschen zu dauern, bis es sich wiederfindet.
Na klar. Na klar, logisch. Jo, jo, jo. Scheiße, ja. Mistviecher. Schöner Mist. So, Kyra. Wurzelzwerg. Metz. Autsch. Natürlich wäre nie nötig gewesen. Na, wo bist du? Ah, da ist sie ja. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Hm, übertreib's nicht. Okay, die Reuseninsel, der Fluch ist gebrochen. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich habe dir einen Xenogloss gegeben, aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabel, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen. Also ist es gut ausgegangen? Der Fluch ist aufgehoben. Die Insel ist wieder frei. Annabels Seele auch. Aber sie war leider eine Pester. Graham ist tot. Und du hast es nicht bemerkt? Du wirst alt. Wie auch immer, die Reuseninsel ist vom Fluch befreit. Das zählt. Ich bin fast geneigt, gute Arbeit zu sagen. Alexander hat merkwürdige Forschungen betrieben. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabel sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Katriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Mhm. Ja, was hast du jetzt mit der Lampe vor? Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Ja, leb wohl. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Oh, gut, ich kümmere mich drum. Sehe ich, habe ich eigentlich... Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Ja, ja. Ich habe auch Laufbursche auf dem Rücken stehen. Falls du es nicht bemerkt hast. Lies die Herrinnen des Waldes. Ja, jetzt muss ich erst mal gucken hier. Skelligen ist noch etwas hin. Hexeraufträge haben wir. Stufe 8 und Stufe 10 und Stufe 33. Okay, Nebenquests. Ein Gefallen unter Freunden wäre das. Na dann. Schupp. Eingefallen unter Freunden. Juhu. Pferd.
Beweg dich. Ist ja nicht weit. Was soll's, man muss da durch. Durch die kleinen Sidequests. Die bringen nun mal ordentlich Erfahrungspoints. Monsternest. Hm? Was sind denn das? Spinnen, hä? Langsam. Okay. Okay, das ist noch ein bisschen heftig. So Stufe 9 und so. Oh Mann. Hallo. Große, schwere Räder. Ein Kaufmannswagen. Zeit für etwas Schwalbe. Natürlich. So. Schwere Kaufmannswagen. Da geht's weiter. Offensichtlich hat er entweder die Hälfte verloren oder... Verdammt, verdammt. Wo ist der? Das ist Farn. Ah. Hä? Monsterhaar. Hm.
So, jetzt aber, hä? Gut. Gib endlich Ruhe. Wo ist Fleisch? So, und hier haben wir offensichtlich durchweichte Nachricht. Oh, Pionierhose. Ich hatte ja früher mal ein Pionierhalsband. Aber ganz offensichtlich ist nicht das, was ich brauche. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mal schauen, was das hier bringt. Pferdenlaserstiefel. Jägerstiefel. Benötigt Stufe 7. Ja, sind wir ja schon. Zack. Jägerhose, Pionierhose 13, Rüstung, also plus 6. Und hier haben wir plus... Nett. Das ist nicht so toll, ist nicht so toll. Nicht so toll und nicht so toll. Fein. So, so, hier haben wir die Zeichenintensität. Chance auf Einfrieren. Ja, das heben wir uns mal noch auf. Man weiß ja nie. Ich muss jetzt erstmal rauskriegen. Ach, sieh einer an. Das schreit nach einer kleinen Malt. Eine Speicherung und hier können wir mal kurz. Ist bei hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Das verheißt nichts Gutes. Ja, ein Händler allein in Velen unterwegs. Das konnte nicht gut gehen. Ah, die Ladung ist noch intakt, aber magisch kommt sie mir nicht vor. Wie Keira das wohl erklären wird? Essensreste, zerlegtes Fleisch, Katoblepas. Möchte wissen, für welchen Zauber man sowas braucht. Ein trockener Roter von Zurbaran, Südhang, Brombeer und Zitrusnoten. Ach, was für eine Schande. Menschlich, aus einer Arterie, kann nicht weit sein. Das hätte die Person nicht geschafft. Nein! Oh, Himmel, Arsch und Zwirn! Ah, ist das nervig. Das, immer dieses Explosion und dann rolle ich mich natürlich nach rechts ab oder nach links statt nach hinten, nicht wahr? Himmel, Herrgott, Türken noch eins. Die Ladung ist noch intakt, aber magisch kommt sie mir nicht vor. Wie Keira das wohl erklären wird? Keine Ahnung. Essensreste, zerlegtes Fleisch... Katoblepas? Möchte wissen, für welchen Zauber man sowas braucht. Ein trockener Roter von Zurbaran, Südhang, Brombeer und Zitrusnoten. Ach, was für ein Mensch. Aus einer Arterie. Kann nicht weit sein. Das hätte die Person nicht geschafft. Hm.
hat sich versteckt und auf Hilfe gewartet, die niemals eintraf. Willkommen im Wählen. Brief des vermissten Kaufmanns. Das schauen wir uns natürlich mal kurz an. Nein, Quatsch. Brief eines vermissten Kaufmanns. Scroll. Jennifers Brief. Das dürfte es sein. Brief des vermissten Kaufmanns. Volker, wir haben es geschafft, alter Freund. Wir haben nicht nur alle Vorräte verkauft, sondern auch noch zum dreifachen Selbstkostenpreis. Unser Kunde will alles Wein aus Burglier. Wahrscheinlich von Burger bis zum ältesten Jahr. Jada. Kartoffeln, Fleisch, Einmachfleisch, Pfeffer, Zimt, Nelken. Ich sag dir, Freund, er will alles. Die Sache hat nur einen Haken. Wir müssen die Güter nach Wellen bringen, in ein Dorf namens Mittelhain. Ich weiß, riskant, schließlich ist Krieg und so, aber denk an das Geld. Ich habe schon einen Pass für deine Pontor-Überquerung besorgt und von da aus ist es ein Katzensprung. Alles wird gut. Klaus, PS, wir machen halbe. Ja, Mama. Oh, und natürlich stürzt das Spiel ab. Ja. Warum auch nicht, ne? Ja, Freunde, dann beende ich den hier nach einer knappen halben Stunde. Beende ich diese Aufnahme und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde erstmal jetzt das sozusagen beenden. Den Brief haben wir ja gelesen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und vor allen Dingen, wenn ihr mitfiebert, wenn wir des Hexers Geheimnis immer mehr ergründen. Bis zum nächsten Mal, euer Fallager. Macht's gut. Ciao.